Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Es ist wirklich ein krasses Video. Es hat mir ein paar Kopfschmerzen bereitet, aber wir haben das schlechteste Restaurant in meiner Stadt getestet. Das schlechteste Restaurant in Köln. Und es war ereignisreich, so viel kann man glaube ich sagen. Aber bevor es losgeht, zeige ich euch erstmal, wovon wir überhaupt sprechen. Ich bin nämlich auf TripAdvisor gegangen und habe das schlechteste Restaurant rausgesucht. Hier steht zwar Platz 1883 von 1885, aber die beiden Restaurants drunter haben super wenige oder fast keine Bewertung. Deshalb habe ich es nicht so reingezählt. Hier reden wir aber von 2 von 5 Sternen aus 269 Bewertungen. Und für diese Bewertung kann man sich schon fast vorstellen, muss einiges schief gehen. Wir gucken aber erstmal in die Bewertung. Und ich sage so viel, ich bin komplett neutral an die Sache rangegangen. Und genau so lesen wir jetzt auch die Bewertung. Also 2,0 Sterne, wenig ausgezeichnet, sehr viel ungenügend, dann noch ein bisschen im Mittelfeld. Der neueste Kommentar, eigentlich keinen Stern wert. Tolle Lage am Rhein, das war's aber auch. Absolut unfreundlich und das Essen ein Witz. 5 Sterne Bewertung, wir haben dort sehr leckere Waffeln und einen sehr guten Cappuccino getrunken. 1 Stern an Unfreundlichkeit nicht zu übertreffen. Mit Abstand die unfreundlichste Bedienung, die wir je erlebt haben. Schlechter geht's kaum. Unfassbar, Personal hat Kopfhörer. Deshalb Leute, so ein unterschiedliches Bild, was sich da zeichnet in den Bewertungen. Ich habe es als meine Pflicht gesehen, für euch und für mich selbst zu checken, ist das wirklich so schlecht? Ist es wirklich das schlechteste Restaurant in Köln? Wir sind hingefahren und hier seht ihr unseren Test. Hinter uns ist jetzt das Restaurant und wir laufen jetzt gleich mal so vorbei, als wären wir einfach nur ein paar Touris, die hier mit ihrer schönen Vespa vorbeigefahren sind. Und dann werden die uns vielleicht anquatschen, weil das ist so eine Straße, da stehen Leute vor den Restaurants und probieren aktiv die Leute reinzuholen. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall jetzt bei unserem Auftritt schon mal vorsichtig sein, dass die nicht direkt denken, yo Kamera. Aber die sollen denken, Touristen, haben Glück gehabt, dass wir uns reinbekommen haben und dann testen wir alles. Das sieht schon aus wie ein Restaurant. Wir wissen ja nicht, was was ist, ne? Ja, wir würden eine Kleinigkeit essen. Essen, ja. Was findest du schöner? Schatten oder Sonne? Schatten ist gut. Danke sehr. Cool. Schon mal eine Flasche Wasser, oder? Flasche stilles Wasser gerne. Also Begrüßung, sehr freundlich erstmal, würde ich sagen. Ja, sieht jetzt nicht schön aus, ne? Kann man jetzt nicht anders sagen. Wir haben hier eine Karte, auf Englisch vieles, ne? Wahrscheinlich halt, wie gesagt, sehr touristisch. Wir wurden auch angesprochen. Wir passen auch, wir müssen ein bisschen low-key machen. Etagere Frühstück. Also, sieht schön aus. So. Dankeschön. Ging erstmal schön flott, ne? Also die Front da drüben ist halt schon designtechnisch. Gibt's da Raum auf jeden Fall, ne? Die Lage ist krank, Alter. Ja, hier drüben direkt am Rhein. Man sieht auf jeden Fall auf den Nachbartischen auch so viele so Biergläser, so Humpen, so richtige, was halt so sehr typisch deutsch ist, so, ne? Dann ist die Frage, was ist so, was würden Leute hier bestellen? Spargel wurde ja empfohlen. Wie wär's denn, Spargel bestellen wir und dann so was Klassisches, so Sauerkraut, was die Leute hier halt bestellen würden? Sonst so ein Bruschetta. Bruschetta ist eigentlich gut, ja? Ja, dann bestellen wir schon mal die Vorspeise. Ja. Essen sieht nicht schlecht aus. Voll sehr aufmerksam auch so mit Nachfragen. Könnten wir schon mal Bruschetta bekommen als Vorspeise? Die klassische einfach. Wir gucken noch eine Sekunde. Dankeschön. Der ist sympathisch auf jeden Fall. Kassler auf Sauerkraut mit Kartoffelpüree und Salat. So, dankeschön. Wir wissen auch, was wir als Hauptgang nehmen. Für mich einmal die 810 bitte. Kassler. Genau, Kassler. Für mich die Nummer 3. Ich bin jetzt auch sehr gespannt auf die Portionsgröße von Bruschetta. Bei 7,60 Euro. Ne? 7,60 Euro. Ja. Muss sehr gut sein und muss groß sein bei dem Preis eigentlich. Ne? Normalerweise Bruschetta 5er. 5er, ja. 5,95 Euro. So ein Ding, ja. Und dann auch trotzdem gut. Ja. Also wir haben jetzt das Mittagessen bekommen, die Vorspeise. Wir haben Bruschetta. Das hat nicht überzeugt, ne? Also das ist relativ hart, aber nicht knusprig irgendwie. Riecht nach nichts. Die Tomaten haben keine Süße, also kein Balsamico dran. Man sieht keinerlei braune Farbe. Vielleicht mit Essig-Essenz auf günstig. Man hat auch das Gefühl, das sind so die günstigen Discounter-Tomaten. Salat war oben sehr trocken. Es sieht wirklich besser aus, als es schmeckt, ja. Auch so hier mit diesem gestreuten außenrum. Es ist schon, man kann nicht sagen, dass es lieblos ist, aber es ist extrem kostenoptimiert von der Qualität der Bestandteile. Und das schmeckt man, das merkt man. Also ist auch nicht mutig gewürzt. Dieses Brot hier war sehr chewy, ne? Sehr lang gekaut. Dieser Quark-Dip, so. Sehr sauer, ja.
Ja, bisher muss man wirklich sagen, also gehe ich mit der Bewertung. Wenn wir mal über die Location sprechen, Top-Lage, direkt am Rhein. Kein schöner Laden, keine schöne Ladenfront. Freundlicher Service, schneller Service. Wir warten jetzt schon ein bisschen auf unseren Hauptgang quasi, aber es ist noch voll im Rahmen. Wir haben noch die Vorspeise. Aber ja, sehr funktional. Machst eine Stadttour, bist am Rhein, bist hier gerade am Dom gewesen, um die Ecke und willst schnell was essen. Hast eine englische Karte, weil du irgendwie auch bist angesprochen, bist reingezogen. Aber natürlich, was wir jetzt mal sagen müssen und wo man sich auch ein bisschen distanzieren muss für den Preis, ist die Bruschetta eigentlich eine Frechheit. Bereue ich es schon. Also ich habe halt Hunger, ne? So, ich habe nicht zum Mittag gegessen und hatte schon Lust auf was Gutes. Hätte ich mitrechnen können. Man hat eine Funkenhoffnung, dass irgendwie so Hate ist. Das Ding ist, wenn ich jetzt nicht mit dem Wissen, dass es das schlechteste Restaurant kommen würde, sondern zufällig hier sitzen würde und das auf dem Teller hätte, wäre richtig sauer. Für den Preis vor allem. Ich würde mich ja richtig abgezockt fühlen, weißt du? Touri-Trap. Ah, da kommt das Hauptgericht. So. Bei mir bitte. Dankeschön. Danke sehr. Sieht doch schön aus. Ja. Geilo. Darauf freue ich mich jetzt. Hunger. Also ist 3 Stangen Spargel, 3 Kartoffeln, 4 halbe Scheiben Schinken, 15 Euro. 15,80 Euro. Scheiße, Alter. Und überall noch so dieser Oregano drüber, Alter. Was soll das? Probieren wir bitte den Schinken. Schinken probieren, sagst du? Ja, dann. Ja, man will ihn ja gar nicht kauen, Alter. Boah, Digga, wie lange liegt der schon so da? Komplett ausgetrocknet. Oh mein Gott. Komm nicht mal rein mit der Gabel. Kartoffelpüree schmeckt lecker. Ich glaube, da haben sie eine Gemüsebrühe drin eingerührt. Ich will nicht, dass wir geframed sind. Bro, nein, das hat nichts damit zu tun, dass wir die Rezension kennen. Komm hier nicht rein mit meiner Gabel. Checkst du das? Guck mal. Die Gabel hat sich verbogen. Die Gabel verbiegt sich. Sauerkraut probiere ich mal. Also, Kartoffelbrei bin ich okay. Sauerkraut. Probier mal meinen Spargel. Spargel. Sauer. Das ist sehr sauer, ja. Ich schwöre dir, das habe ich noch nicht erlebt in einem Restaurant. Ich ekel mich drunter zu schlucken. 15 Euro. Für 15 Euro, für 18 Euro kriegst du bei Noah 3 Gänge. Mittagsmenü. Die Lage ist da bestimmt genauso teuer. Ey, ich hau mich tot daran. Freunde, ich habe das wirklich noch nicht erlebt. Wir wollten eher in die andere Richtung, wenn schon so eine Experience machen, ne? Und wenn schon hätten wir sagen wollen, ey Leute, das ist besser als man denkt. Das Wasser ist sehr lecker. Müssen wir denen eigentlich auch sagen. Also, Hollandaise, Kartoffel, Spargel. Weißt du, was du schmeckst, ist Hollandaise. Die Säure vom Spargel, Alter, Säure vom Spargel. Das ist wirklich die Härte, Alter. Du kommst nicht durch mit deinem Besteck. Also, nee. Also Leute, wir haben uns jetzt ein relativ breites Bild gemacht und die Location gut analysiert, haben was zu essen bestellt, war wirklich, ich glaube, der eine Bonusstern, dass es nicht eine von fünf ist, ist für Service. Kann ich mir nicht anders erklären, aber wir gehen jetzt ins detaillierte Review und brechen erstmal die Filmaktion ab. Wir haben auch ein bisschen Schiss erwischt zu werden, aber wir sehen uns dann gleich. Ich habe gerade direkt mal gesagt, dass das Kassler wirklich sehr trocken war und dass das nicht besonders schön war. Wurde gar nicht weiter beachtet, ne? Also es war eigentlich mehr so ein, okay, wissen wir. Es war echt so, also es, als hätte man das schon häufiger gehört. Detaillierte Kritik werde ich auch noch veröffentlichen auf jeden Fall. So, ich schreibe dann was zusammen. Keiner hat nichts damit zu tun, der hört das wahrscheinlich 10-mal am Tag. So. Und die Leute, das ist kein, also no joke, das ist kein Restaurant, wo Leute zweimal essen. Es geht wirklich nur darum, einmal Leute ranzuholen. Es gibt hier keinen Stammtisch, Digga. Es gibt hier keine Stammkundschaft. Ich habe jetzt auf jeden Fall ein sehr gutes Bild und kann da gleich mal mehr zu erzählen. Also, das war unsere Erfahrung. Man muss wirklich sagen, entgegen der ganzen Kommentare war der Service bei uns wirklich super, einwandfrei. Ganz, ganz wichtig ist aber, auf gar keinen Fall hingehen und was gegen das Restaurant sagen, eine Bewertung schreiben, ohne da gewesen zu sein oder in irgendeiner Form die Leute kontaktieren. Der Kellner war super und das Essen war einfach nicht lecker, insbesondere in Bezug auf das Preis-Leistungs-Verhältnis. Daher habe ich auch das Video gemacht und den Namen genannt, weil mir einfach wichtig ist, dass niemand in diese Situation gerät, in die wir uns absichtlich begeben haben. Aber genug der erklärenden Worte, hier kommt meine Bewertung. Nachdem ich aufgrund der schlechten Bewertung neugierig geworden war, wollte ich mir ein eigenes Bild vom Restaurant, dem Service und dem Essen machen. Als wir in die Nähe des Restaurants kamen, wurden wir auch schon freundlich, aber bestimmt von einem Kellner angesprochen, ob wir einen Drink zu uns nehmen möchten. Der Herr war auch im Folgenden für unseren Tisch zuständig und zeigte sich professionell und aufmerksam. Kurz nachdem wir uns gesetzt hatten, brachte er uns die Karte, aufgrund derer sich das Restaurant preislich in der oberen Mittelklasse einordnen lässt. Wir bestellten eine Flasche stilles Wasser, 7,20 Euro für 0,75 Liter, und Bruschetta, ebenfalls 7,20 Euro. Als Hauptspeise entschieden wir uns für Kassler mit Kartoffelpüree und Sauerkraut, 14,80 Euro, sowie Spargel mit Salzkartoffeln und Schinken von der Tageskarte, 15,80 Euro. Neben der bestellten Bruschetta erhielten wir als Beilage zum Hauptgericht auch Pizzabrötchen mit Dip und einen kleinen Beilagensalat. Bereits hier offenbarte sich
jedoch der wohl größte Kritikpunkt. Kostenoptimierung ohne Rücksicht auf Verluste. Keine der Vorspeisen wirkte, als wäre sie frisch zubereitet worden. Die geraspelten Möhren auf dem Beilagensalat waren angetrocknet und stellenweise ergraut. Und der Quarkdip zu den Pizzabrötchen leicht säuerlich. Bei der Bruschetta hatten wir aufgrund des Preises höhere Erwartungen, doch wurden enttäuscht. Auf 5 kleinen Scheiben Baguette, welches nicht angeröstet zu sein schien, wurden wässrige Tomaten platziert. Gewürze wurden nur zaghaft eingesetzt. So offenbarte der erste Biss ein trockenes und fades Geschmackserlebnis. Auch im Hauptgang wurden unsere geschmacklichen Erwartungen untertroffen. Während sich, auch bei den vorherigen Tellern, durchaus Mühe bei der Anrichtung gegeben wurde, lag auch bei den letzten Gerichten offensichtlich der Fokus auf Kostenoptimierung. Die 3 Stangen Spargel waren fad und leicht säuerlich und wurden mit 1,5 Salzkartoffeln und 2 Scheiben Schinken serviert. Der Schinken war leicht angetrocknet. Auch das Kassler war trocken und an einer Stelle leicht verbrannt. Kartoffelpüree und Sauerkraut waren in Ordnung. Die Kritik am Essen vor Ort wurde nicht weiter beachtet. Aufgrund der Lage und der professionellen Bedienung vergebe ich 2 von 5 Punkten. Das war's auch vom Video, Leute. Es war auf jeden Fall ein aufregendes Projekt. Ich habe auf jeden Fall auch Bock, das mit dem teuersten Restaurant zu machen, mit dem besten Restaurant. Habt ihr darauf Lust? Schreibt es mal in die Kommentare und bleibt anständig. Wir sehen uns. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.